Und da bin ich schon. Nicht mal zwei Minuten später, eine Minute später. Da kriege ich ja Appetit, wenn ich das sehe. Hier ist er mit dem Hochdach von Fiat, Markise drauf. Also, das ist jetzt nicht die normale Ducato-Bauhöhe, sondern eben die Hochdachversion. Deswegen, weil man hier ein Fahrzeugkonzept hat, beziehungsweise ein Fahrzeug auf die Räder gestellt hat, schon vor längerem, das erstens über ein Hubbett verfügt, zweitens noch unten ein Umbaubettmöglichkeit hat. Das heißt, dass ihr könnt für vier Personen schlafen und mit vier Personen fahren. Und danke Ihnen, Entschuldigung. So, jetzt haben wir das Dexter 595 und jetzt werden wir gleich noch kurz reinspitzen in das Fahrzeug. Der hat, wie gesagt, ein Heckbad über die ganze Länge. Alles gut, vielen Dank. Ich habe extra die langen Arme dabei. Und eine schöne große Küche. Das ist wirklich mal eine ganz praktische Lösung. Hier auch hier mal kurz über das Preisschild. Wechsel mit dem Herrn mal kurz die Seite. Danke Ihnen. Und füllen wir das auch mal ab hier. Das ist ja das Schöne. Sie können dann jeweils hier die Stelle anhalten und die Fahrzeugdaten selber nochmal angucken. So wie er da steht, kostet er 55.930 Euro. Das ist hier der Messepreis. Und jetzt gehen wir mal rein. Bitte schön. Lassen Sie sich nicht stören. Wirklich, kein Problem. Ich bleibe immer unten mit der Kamera. Ich gehe nicht auf Menschen los. Wir sind hier nur live im YouTube. Da kann ich immer nicht abstellen. Beziehungsweise will auch gar nicht abstellen. Aber Sie können auch gerne weitermachen, wenn Sie gerade so gut stehen. Super. Also ihr seht, das Ganze ist modernisiert worden. Wir haben jetzt hier ein elektrisches Hubbett, hat mir vorhin ein Kollege vom Stand erzählt. Dieses elektrische Hubbett fährt sogar in drei Positionen runter. Das heißt, Sie können es ganz oben lassen, Sie können es auch in der Mitte stehen lassen und dort oben schon schlafen, während Sie auch drunter in der Dinette sitzen und dort noch ein Gläschen Wein trinken, wie auch immer. So, darf ich noch einmal kurz ins Bad filmen? Bin in einer Minute fertig. Vielen Dank. Aber ich möchte keinen Cut machen, weil wir live senden. Und einmal Riesenschublade ist neu. Hier hat man Regal gemacht, eben mit Rollo-Schrank. Und jetzt mal den Blick beim Dexter 595 ins Bad. Ja, alles neu. Macht 2018. Das war notwendig. Das ist eine tolle Überarbeitung. Also Sie haben jetzt in Fahrtrichtung rechts Waschbecken und Toilette und auf der rechten Beifahrerseite. Und hier ist jetzt kein Licht an, aber ich glaube, Sie sehen genug mit der Kameraqualität in HD. Ist die Dusche. Sie können das natürlich auch mal kurz während am Fahren als Stellplatz für Ihren Campingtisch oder ähnliches nutzen. Oder wenn Sie einen kleinen Umzug machen, mal ein paar Transportboxen rein. Und ich lasse die nächsten Besucher rein. Bin jetzt am Karmann-Stand mit den Neuheiten durch. Herzlichen Dank an Sie. Ich muss mich immer vordringeln. Und bis zur nächsten Sendung in ein paar Minuten. Der Camper Tobi vom Caravan Salon 2017 mit den Neuheiten der Hersteller 2018. Aber die meisten Sachen können Sie hier natürlich schon käuflich erwerben. Hier jetzt ein Schlussbild mit dem Dexter 595, lang bewährt und komplett refreshed und überarbeitet. Nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache, in jedem Video Meet and Greet morgen Abend am P1 Caravan Center in der Hauptmeile kommen einige YouTuber vorbei. Wer sich interessiert für unsere Arbeit oder uns treffen will, bitte kommen, it's selfie time. Okay, Andrew, you are prepared? Okay, see you later, Alligator. Bye bye, bis zum nächsten Video.